Die Kinder und Jugendlichen von heute sind anders. Und sie sind nicht nur anders im Denken, sondern vor allem im Fühlen. Und sie sehen bereits hinter jenen grauen Schleier, den viele von uns als Erwachsene noch vor ihren Augen und vor dem Herzen haben. Eltern und Lehrer spüren auch, dass sich etwas verändert, aber sie wissen nicht, was sie tun sollen, um diesen neuen Seelen das Leben einfacher zu machen. Stattdessen zwingen wir sie, sich anzupassen, die Schule durchzuziehen und einen sicheren Beruf zu erlernen. Aber was tun? Was braucht die neue Generation wirklich? Und wie können wir ihr helfen, ihren Lebenssinn und die Mission zu erfüllen? Ja, diese Fragen bewegen uns und wir stellen sie einer jungen Frau, die es wissen muss. Welt im Wandel, heute zu Besuch in Christinas Living Room. Christina, schön, dass wir uns hier getroffen haben zu diesem so spannenden und auch vor allem wichtigen Thema. Ich fange einfach an, weil das entbrennt mich. Also sind alle Kinder, alle Jugendlichen, die neue Generation höher schwingende Seelen? Nein, sind sie nicht. Es sind sicher mehr als früher. Aber es sind nicht alle, die auf die Welt kommen, höher schwingend. Aber je mehr Bewusstsein hier auf der Erde ist, desto mehr höher schwingende Seele kommen. Weil dann ist hier die Grundlage, dass sie überhaupt leichter inkarnieren können. Mhm. Also je bewusster wir werden, desto höher schwingende Seelen können, entscheiden sich hier zu inkarnieren. Weil sie dann das Umfeld und das Ganze überhaupt so weit ist. Könnte man sagen, dass gerade die, die gerade große Anpassungsschwierigkeiten haben, auch die sind, die eigentlich schon anders unterwegs sind, schon viel reifer sind auf Seelenebene und deswegen eben auch wie so eine Art Revolutionsaufgabe haben, also indem sie Strukturen zum Brechen bringen, indem sie eben nicht mehr so funktionieren? Ja, ich denke schon, weil wenn alle immer so funktionieren wie vor 10 Jahren, dann kommt ja niemand auf die Idee, was zu ändern. Und darum, wenn Kinder oder Jugendliche da sind, die Anpassungsschwierigkeiten haben, dann kann es gut sein, dass sie da sind, um alte Strukturen einfach aufzulockern. Weil wenn die Eltern nicht drauf kommen, dann braucht sie irgendeinen Auslöser, dass sie merken, irgendwas passt nicht mehr. Und meistens passiert dann einfach das, dass man sagt, die Kinder müssen sich dem Alten anpassen, anstatt dass das Alte sagt, ja, stimmt, also was wäre denn, wenn das Problem nicht bei den Jüngeren, sondern bei uns liegt. Und dann können Dinge ja auch geändert werden. Also man könnte jetzt natürlich auch aus der Sicht der jungen Seelen, die im Widerstand sind oder die sich nicht verstanden fühlen, ne, die sich irgendwie in ihrer Eigenart nicht gesehen, nicht geliebt, nicht verstanden fühlen, weil sie merken, dass sie da manchmal gegen Wände rennen, auch zu Hause, ja. Inwieweit, du hast gerade Eltern angesprochen, inwieweit sind denn Eltern, also Mutter und Vater, immer gut für uns oder vielleicht auch nicht so gut für uns? Oder gibt es da gar keinen Zufall, sondern dass wir genau die Eltern haben, die uns helfen, uns da abzuarbeiten oder uns da in unsere Spur zu bringen, trotz Widerstand? Also mit Spur meinst du unseren Lebensweg? Mhm. Also es gibt Eltern, die schon so sind, dass wenn das Kind anders ist, die überlegen sich dann, warum, und gehen darauf ein. Und andere sind aber noch so festgefahren, dass sie finden, das geht nicht, aus welchen Gründen jetzt auch immer. Und die
wollen dann das Kind in die Form pressen, wo sie finden, das ist so richtig. Nicht böswillig, sondern sie kennen nichts anderes, weil sie glauben ja, die Welt funktioniert so. Mhm. Du bist ja auch noch sehr jung, ja? Du bist ja auch erst aus der Schule gekommen. Und kannst du dich noch erinnern, wie du dich manchmal gefühlt hast in so einer Schulklasse? Was sind so die typischen Gefühle von Kindern, die eigentlich die Welt schon anders sehen und hinter diesen grauen Vorhang irgendwie schon gucken können, den manche noch nicht mal wahrnehmen? Wie fühlt sich das manchmal an? Was sind das so für Momente? Also ich denke, das kommt darauf an, wer du bist. Aber ich fand, dass es zum einen langweilig war. Also weißt du, einfach weil man im Geschichtsunterricht zum Beispiel Dinge hört, wo ich denke, ja, aber es kann gar nicht so sein. Und also weißt du, wo du findest, oder du weißt die Antwort schon. Ich habe aber nie gefunden, dass ich das irgendjemandem mitteilen muss, weil ich immer genau wusste, würde ich das machen, hätte eh nur jeder das Gefühl, ich sei nicht mehr ganz dicht. Und darum habe ich gefunden, nö, das brauche ich jetzt nicht. Darum habe ich das für mich behalten. Aber ich habe gesehen, dass wenn andere gefunden haben, doch, ich kann jetzt mit der Tasse sprechen und doch, das funktioniert, dass man nachher gesagt hat, ja, dann müssen wir auch zum Arzt bringen, dann füllen wir auch mit Medikamenten ab und dann seid ihr auch wieder normal. Und darum habe ich dann gemerkt, dass die einen, die probieren es dann zwar zu verstehen, weil sie finden, ja, okay, klingt logisch, irgendwas ändert sich, ja, Evolution, okay. Aber sie können es nicht wirklich fassen, weil sie nichts davon verstehen. Und dann gibt es die anderen, die probieren gar nicht darauf einzugehen, weil sie dann der Meinung sind, das ist alles nur wegen falscher Erziehung, oder? Die gehen dann gar nicht darauf ein, sondern wollen alle in Kästchen zwängen, damit dann alle am Ende vom Schuljahr wie Bioroboter rausgehen. Mhm. Und in unserer Klasse, da waren noch einige einfach identitätslos. Und wenn du die fragtest, ja, warum machst du den Beruf? Dann sagen einige, ja, ich weiß es auch nicht. Gibt nichts anderes, oder? Mhm. Keine Ahnung. Ja, wegen den Eltern. Nee, ich weiß es nicht. Also einfach keinen Plan. Mhm. Und das, ja, das irgendwie, denke ich nicht, dass ein Lehrer das sonderlich aufgefallen ist. Ich denke aber, dass Kinder nicht identitätslos auf die Welt kommen. Also wenn ein Kind auf die Welt kommt, zwischen dem Zeitpunkt und dem, wo es die Schule verlässt, dann muss ja einiges komisch gelaufen sein, wenn es nachher sagt, nö, ich habe keine Ahnung, warum ich das mache. Aber ich glaube, das passiert gerade ganz mit ganz vielen. Yeah. Ich glaube, das ist ja auch mit dieser Berufsberatung und so, die dann in die Schulen geht und die Lehrer und so, die bedienen ja alle noch Systeme, also ältere Systeme. Yeah. Das heißt, letztendlich geht es darum, dass die Verantwortung bei diesem Kind selbst, also dass es für sich erstmal das Selbstvertrauen bekommt, wie zum Beispiel so ein Gespräch, was wir jetzt führen. Also jeder, der das von euch sieht, danke. Ja, Christina ist ein wunderbares Beispiel. Wenn ihr Lust habt, da andere Videos zu sehen bei uns im Kanal, einfach abonnieren. Weil es geht darum, dass du das schon in vielen anderen Sendungen auch schon gesagt hast. Mhm. Ne? Aber dass dieses Kollektive gerade, dass die Eigenverantwortung im jungen Menschen auch selbst ist, dass er sich selbst vertraut in seiner Wahrnehmung, dass das erstmal elementar ist, oder? Ja, und dass er zuerst noch wahrnehmen sollte, was er wirklich will. Weil unsere Gesellschaft ist ja schon so, dass viele Kinder mit 10 Jahren ja
nicht mal wirklich wissen, was sie eigentlich möchten. Das ist doch eigentlich auch so gewollt, ne? Wenn ich mal sehe, wie viel Zeit alle im Handy verbringen. Was steckt dahinter, ne? Also was glaubst du, ist das so gewollt wirklich, dass die Kids, die jungen Leute wirklich verblendet in dieses Handy? Also gewollt von den Strukturen, wo die Schwingung hier unten halten wollen. Ja, sicher, ja. Wenn die sich nur noch im Handy rumbewegen, die haben ja gar keinen Kontakt mehr zur Realität. Und dann sind sie noch mehr abgeschnitten von dem, wo sie wirklich sind. Mhm. Und durch die ganze Erziehung schon, oder? Und dann kommt das die Erziehung von den Eltern. Und dann eben, es gibt ja Kinder, die haben mit 9 Jahren einen YouTube-Account. Und dann kommen sie in die Schule und da sind sie 9 Jahre. Und dort ist die Erziehung ja nicht darauf ausgelegt, dass man das behält, dass man weiß, was man wirklich möchte. Oder wenn man es verloren hat, dass man es wieder spürt. Sondern ist ja genau das Gegenteil. Das heißt, dann werden die Kinder und die Jugendlichen über Jahre hinweg von dem weggebracht. Und irgendwann vergessen sie natürlich, weil das Umfeld gibt ja keine Anregung, die irgendwann sagt, hey du, war da nicht mal noch irgendwas? Und dann wissen die nichts mehr und gehen so hinaus in die Berufswelt. Und ja. Und fangen eigentlich da erstmal an, sich zu finden oder sich zu fragen, oh, was will ich jetzt wirklich? Naja, wenn überhaupt. Wenn überhaupt. Oder? Und manchmal werden die vielleicht 40 oder 50 oder wie viel auch immer, bis sie sich dann fragen, ja, um was es denn wirklich geht. Hat jeder Mensch wirklich eine eigene Mission hier, warum er hierher gekommen ist, eine eigene Aufgabe? Mhm. Ja, ja. Und manchmal haben wir auch mehrere. Also, wir kommen ja alle auf die Welt wegen irgendwas. Wir sind jetzt nicht oben und finden, ich komme für nichts. Ist das, kann man sich die Frage wirklich so stellen, warum bin ich hier und für was? Ja. Yeah. Ist das die Frage, mit der man sich beschäftigen sollte? Ja, oder wenn man sich jetzt vorstellt, dass man sich entschieden hat, hier auf die Welt zu kommen, dass man sich dann fragt, ja, also wenn ich mir das entschieden habe, was möchte ich denn hier, warum komme ich hierher, oder? Ja. Das Problem ist nur, dass bei den meisten das einfach sehr verbuddelt ist. Aber wenn wir klein sind, haben wir noch den besten Kontakt. Und je länger wir in einer Gesellschaft sind, die uns das nicht sagt und genau das Gegenteil macht, und wir wissen es selber nicht mehr, desto mehr fangen wir das an, noch mehr zu vergessen. Das heißt, jetzt in so einer aufregenden, ich sag mal aufregend im Anführungsstrichen, auch aufreibenden Situation, wo die Welt entschleunigt wird durch Coronavirus, Grenzen zu, ja, Schule macht dicht, Kindergärten machen dicht. Mhm. Das ist natürlich jetzt auch eine Riesenchance. Und du hast ja auch unsere Wohnzimmerrevolution, die wir ja in der anderen Sendung schon besprochen haben, also wen das interessiert, einfach angucken, dass sie praktisch jetzt die Gelegenheit haben, mit ihren kleinen Geschwistern wieder zusammen zu sein, zu Hause zu sein, alleine zu lernen und sich eigentlich die Zeit nehmen können, um sich diese Frage zu stellen. Genau, ja. Und ja, dass man sich fragt, was würde man dann mit Freude gerne machen, wenn man alles tun dürfte, was man möchte. Also wenn es niemand gibt, der sagt, das geht nicht, weil man gar nicht davon leben kann oder weil man da zuerst 30 Jahre alt sein muss oder was es sonst noch für Gründe gibt. Einfach wenn alles offen wäre, woran man selber Freude hätte.
Und ich denke, das ist halt einfach mega wichtig, weil ja, man kann ja erst sagen, ich will in die Richtung, wenn man seine Richtung kennt. Und vorher kann man vielleicht höchstens sagen, ja, so irgendwas will ich anders, aber ich weiß nicht was. Also alles, was uns zutiefst interessiert. Also wie ist es denn, hat denn jeder Mensch, wenn er eine Aufgabe hat, schon als junger Mensch, dass man das schon eigentlich irgendwie fühlt, ne? Was, welches Themengebiet einem gefällt, ne? So, wo man eigentlich, wenn man nicht auf die Schule hört, wo man am liebsten recherchiert, was man am liebsten liest. Okay. Ja, und für das hat man Zeit. Und dass man, ja, dass man sich dann überlegt, was kann man Sinnvolles tun, wenn man jetzt freie Zeit geschenkt bekommt. Ist die Aufgabe immer zum Wohle von vielen Menschen? Ist das ein ganz entscheidender Punkt von jeder persönlichen Aufgabe? Es ist ja nie nur für mich, ja, sondern hat es immer, ist das ein Hinweis darauf, dass wir etwas in die Welt bringen wollen, was vielen Menschen dient und nutzt? Ja, also ich denke, zum einen inkarnieren wir hier, weil wir selber persönlich lernen wollen. Also, dass wir uns weiterentwickeln wollen. Das ist der eine Punkt. Und der andere ist, dass ich weiß, dass wir zusätzlich noch was haben, was wir aber dann anderen geben. Also die Frage, ich bin zu jung, wie könnte ich das jetzt umsetzen, die zeigt sich gar nicht, wenn es die Lebensaufgabe ist. Wenn es die Lebensaufgabe ist, dann wird immer alles so geführt, dass es funktioniert. Also keine Widerstände? Nein, aber man muss es halt eben zuerst finden, oder? Und ich finde ja eigentlich, dass Schulen theoretisch da auch eine Aufgabe hätten, dass sie die Kinder wieder zu dem hinführen, oder? Wenn sie jetzt aus einer Familie kommen, wo sie das vergessen haben. Mhm. Und weil das aber bei den meisten Schulen noch gar nicht so funktioniert, ja, da kann man jetzt die Zeit nutzen und sich fragen, ja, warum man hier ist und was man eigentlich wirklich will. Und ob man den Beruf machen würde, wenn niemand da wäre, wo einem das sagt. Und wo auch Geld und Erfolg vielleicht gar keine Rolle spielt, sondern weil man es tun würde, weil man es wirklich tun will und weil man es so tief fühlt. Oder dass man sich mal überlegt, den Beruf würde man den auch machen, wenn es kein Geld dafür gibt. Wenn einfach jemand sagen würde, hey, willst du das machen, ohne dass ich dir jetzt einen Lohn oder was auch immer zahle. Also geht es ja auch darum, wenn wir uns schon alle verändern, dass letztendlich ein guter Hinweis darauf ist, wenn du ein Hobby hast, wie zum Beispiel Fahrräder reparieren. Mach es einfach, habe ich das richtig verstanden? Und dann kommt vielleicht noch ein Hund um die Ecke und der ist in dem Fahrradladen jeden Tag und dann merkst du, ey, ich erfinde jetzt einfach Fahrräder, wo Hunde dran sind. Oder ich biete Kurse an, wie man Hund beibringt, neben Fahrrad zu fahren. Also dass wir anfangen, unsere Ideen, die in uns sind, zusammenzupacken, um dann Neues entstehen zu lassen. Ja, dass wir einfach mit dem, was wir gerne tun und wo wir Freude daran haben, dass wir das einfach machen. Sind wir damit im Verständnis, dass oder sind dann die Kinder oder die jungen Menschen der neuen Zeit die Lehrer ihrer Eltern und Lehrer der Lehrer schon? Ja und nein. Also es gibt sicher Kinder, die Lehrer der Eltern sind. Und dann gibt es auch Eltern, die den Kindern was beibringen können. Also man kann jetzt nicht sagen, dass die Jüngeren nur noch den Älteren was beibringen. Umgekehrt ist es auch nicht so. Ich denke, das ist so ein Geben und Nehmen. Dann wissen die anderen da mal was und dann wissen die da mal was. Ich finde, das ist was auf Augenhöhe schlussendlich. Ist es manchmal einfacher, mit Fremden zu sprechen oder mit Bekannten, Verwandten, als mit den eigenen Eltern? Ich denke, es kommt darauf an, was man für Eltern hat und was man halt selber für Interessen hat.
und wie sehr das, was man selber gut findet und wo man findet, dass, da will ich was daraus machen, wie sehr das übereinstimmt mit den Eltern oder den Verwandten. Also im Grunde ist es ja das, was wir uns immer sehen. Also wenn ich so an meine Jugend mich zurückerinnere, war ich viel auf Protest, ne? Und habe mich nicht wirklich verstanden gefühlt. Also mir hat keiner richtig zugehört. Ist das eigentlich so der erste große Schritt, dass wir lernen, wieder zuzuhören? Ja, ich denke schon. Ich meine, der Grund, warum wir nicht zuhören und warum Eltern sagen, dass sie jetzt kein Interesse daran haben oder so, oder wenn sich das Kind anders verhält, dass sie nicht hinterfragen, ob das jetzt mit veralteten Strukturen zu tun hat, sondern sofort finden, das Kind müsse sich anpassen. Das machen sie ja nur, weil sie davon überzeugt sind, dass diese alte Struktur der Wahrheit entspricht, sinnvoll ist und dass es schon so immer war und so immer sein wird. Und dass sie denken, das ist so, und wenn mein Kind da sich da rein quetscht in dem Fall, kommt es durchs Leben, oder? Das denken sie dann. Also es ist nichts anderes, als dass sie ein Weltbild haben, wo total festgemauert ist in dem Fall. Und die Kinder merken aber, das ist nicht mein Weltbild. Und dass die dann logischerweise schon aus dem Instinkt heraus sonst wohin wollen und dass dann die Eltern das nicht verstehen können und dann irgendwann finden, als Beispiel, dass sie dem Kind nicht zuhören, weil sie nicht mal was damit anfangen können. Oder weil sie denken, es kommt ja eh anders, die Welt ist ja eh so. Also weißt du, und darum sind... Ja, ist es so wichtig, dass Eltern an sich arbeiten? Weil es können noch so hochschwingende Kinder kommen, aber wenn Eltern sich nicht verändern, dann wird sich auch, ich sage jetzt mal, das Bildungssystem und das alles, was wir haben, sich nicht gleich schnell verändern. Weil es sind ja jetzt, die jetzt Lehrer sind, sind ja immer noch die Erwachsenen und nicht die, die jetzt noch klein sind. Die werden dann zwar mal Lehrer. Also weißt du, was ich meine? Aber der Wandel, das geht ja Hand in Hand. Also man kann nicht sagen, es geht da nur um die Kinder. Mhm. Es geht um alle Beteiligten. Es ist einfach nur die Frage, wer fängt an, wem was beizubringen. Was glaubst du denn? Wer anfangen soll? Die Lehrer? Also ich glaube, dass es, wenn es um Schule und so Dinge geht, dann fängt es bei den Kindern an, weil die meisten Eltern und Lehrer, die kommen aus einem veralteten Konstrukt und kommen erst durch Kinder auf die Idee, dass was anders sein könnte. Weil sie sehen, dass es nicht mal gleich funktioniert. Inwieweit ist das auch irgendwie eigentlich eine Chance, dass so viele Nationalitäten inzwischen auch in einer Klasse sind und so viel gemischt ist und so viel, manchmal auch verschiedene Altersgruppen. Jeder hat einen anderen Sprachstand, dann verstehen sie sich gar nicht wirklich, die kulturellen Unterschiede. Inwieweit ist das alles eigentlich perfekt, dass das, was da gerade passiert, wie so eine Art, wie soll ich sagen, Reibungsprozess ist, damit sich das so durchsetzt. Wie meinst du das? Naja, dass das Bewusstsein, also dass die jungen Seelen, die jetzt oder die neuen Seelen letztendlich, dass es mehr um Gemeinschaft geht, mehr um Verständnis, wie jeder ist. Es gibt nicht mehr so diese Unterschiede. Ja. Weißt du? Das ist absolut wichtig und ich denke, wenn wir merken, dass die eigene Weltsicht nicht das einzig Wahre ist, oder? Dann haben wir auch weniger das Gefühl, dass wir jetzt unsere Sicht den anderen aufdrücken müssen. Weil es gibt zwar aus meiner Sicht
einzige Wahrheit, also die dann auch so ist. Aber solange wir hier leben, wo wir leben, sehen wir immer nur durch einen Filter. Und bei den anderen, bei den einen ist dieser Filter stärker und bei den anderen schwächer. Und wenn wir alle nur durch einen Filter sehen, dann ist die Wahrheit, die wir jetzt haben, vielleicht in 5 Jahren komplett anders. Und das heißt, wenn jetzt irgendjemand findet, ja, aber die Welt sieht so und so aus, und damit schadet er niemandem, dann müssen wir, wenn er nicht offen für das ist, müssen wir jetzt nicht kommen und finden, der muss jetzt anders denken und so weiter. Weil ein Mensch wird ja nur was wirklich annehmen, also so wirklich annehmen, wenn er selber sagt, ist sinnvoll. Sonst bleibt ein innerer Widerstand. Mhm. Und irgendwann fällt das dann wieder runter. Darum können wir auch niemanden dazu bringen, dass er sich weiterentwickelt. Was sind denn die besten Voraussetzungen, sich weiterzuentwickeln? Die besten Voraussetzungen? Also ich denke die ganze Zeit an Freude und ich habe die ganze Zeit im Kopf so Rap-Songs, ja, so ja, weil wie viele wollen Musik machen und ihre Texte oder ihre Worte so aussprechen und warum nicht auch Bewusstsein, also das, was sie so, ne, wenn junge Menschen im Widerstand sind, kann man das ja auch in Kreativität umwandeln und alles, was da ausgedrückt wird, ist doch spirituell. Ja, und wenn jemand dabei Spaß hat, dann soll er das ja auch machen. Und gibt keinen sicheren Arbeitsplatz mehr. Den gibt's doch eigentlich eh nicht, oder? Den hat's noch nie gegeben. Ach, das ganze Leben ist ein Risiko. Mhm. Das heißt, wir sollten eigentlich anfangen, schon recht früh uns wirklich überhaupt den Gedanken gar nicht mehr haben, dass das Leben in irgendeiner Form eine Sicherheit bieten könnte. Also ich denke, es ist viel besser, wenn wir schauen, dass wir das tun, wo wir tun wollen, als wenn wir uns überlegen, welcher Arbeitsplatz jetzt sicher ist oder welcher nicht. Ich meine, schlimmstenfalls, das klingt jetzt vielleicht ein bisschen komisch, aber nehmen wir mal an, jemand hat einen Arbeitsplatz und alle sagen, oh, der ist unsicher und so weiter. Er hat aber den Arbeitsplatz und ist total happy da drin. Verliert den Arbeitsplatz irgendwie und wird am nächsten Tag vom Auto überfahren. Oh, sehr makaber, ja. Aber das kann passieren, das ist das Leben. Ja? Ja. Aber jedenfalls, dann hat er sein Leben an einem unsicheren Arbeitsplatz verbracht, den er dann auch verloren hat. War aber die ganze Zeit glücklich. Mhm. Und dann kann es eine andere Person geben, die ist an einem Ort, wo man sagt, ja, der Arbeitsplatz ist sicher. Und also muss natürlich nicht so sein, aber in dem Fall. Und die Person hat ihr Leben dann damit verbracht, zu denken, oh Gott, ich wünschte, ich wäre sonst wo, ich will was anderes. Irgendwie passt es mir nicht ganz. Also es geht darum, dass egal, was wir tun... Wir können uns ja fragen, mit welchem Gefühl wir sterben wollen. Oh ja. Und wir wissen ja nicht, wann wir sterben, oder? Mhm. Und wenn wir jetzt sagen, wir wollen glücklich sterben, dann müssen wir ja schauen, dass wir was tun in unserem Leben, wo wir glücklich sind. Mhm. Oder? Mhm. Das ist eine gute Frage. Ja. Aber junge Menschen setzen sich normalerweise nicht mit diesen Fragen auseinander, also mit dem Tod. Also selbst ich merke, dass ich die Frage nicht so gerne in den Raum stelle. Je älter ich werde, ja, tue ich das. Aber ist das wirklich eigentlich der Schlüssel, ne? Wenn man bewusst wird, dass es in jedem Augenblick vorbei sein kann. Ich finde, wenn man weiß, was man möchte, dann ist man darin glücklich, oder? Mhm. Und zum Herausfinden, was man möchte, da kann man ja verschieden das einen Weg dazu finden, mhm, was für einen wirklich stimmt. Und ja. Wie weit könnte denn deine
Wohnzimmerrevolution jetzt genau der Anlass sein, um vielleicht wirklich total klasse neue Ideen in die Welt zu bringen, die man auch wirklich in der Gruppe oder so, ne, wo sich ein paar Freunde verabreden abends, 21 Uhr haben wir ja immer gesagt, ne, 21 Uhr irgendwas Verrücktes machen, irgendwie so ein Flashmob oder so, ne, oder irgendwie, dass sie sagen, wir machen, also ich, wenn eine Gruppe sich zusammentut und jeder seine Freude einbringt, seine Talente, seine Fähigkeiten, da können doch großartige Sachen entstehen. Ist das gerade auch wirklich die Chance der Zeit, der Aufruf, worum es gerade geht? Ja, denke ich auch, dass die Menschen den Mut haben, das zu tun, was sie von ihrem Herzen heraus schon lange tun wollten. Und ich meine, es gibt ja so viele Jugendliche, die sitzen am Handy oder am Laptop oder an, ja, an was weiß ich, was es noch alles gibt. Und schauen da stundenlang Videos an oder schreiben mit Kollegen. Und ich finde, man kann das ja auch nutzen, diese 21 Uhr am Abend. Mhm. Und wenn man schon gerne schreibt oder wenn man sagt, hey, ich habe einen eigenen YouTube-Kanal und ich finde das cool, wenn man auf YouTube was hochladen kann. Dann kann man das ja weiterhin machen und einfach sagen, dass wir eben wegen der Wohnzimmerrevolution, dank Corona, dass wir was Positives in die Welt setzen und dann halt immer um 9 Uhr abends das irgendwie gesendet. Was aufnehmen, wo man Freude hat und das dann halt hochladen und dann können lauter Menschen das ansehen und sind dann auch glücklich, weil andere Menschen glücklich sind. Und weil es ja darum geht, wie du gesagt hast, ins Feld setzen. Mhm. Sie setzen damit dann ihre Kreativität, ihre Freude ins Feld. Geht es immer darum, dass wir auch andere teilhaben lassen? Wenn wir sie teilhaben lassen an unserer Freude, dann verbreitet sich schneller, ja, und dadurch erfüllen sich dann die Träume auch wirklich schneller, ne? Ja. Okay, also geht es letztendlich um diese Besinnung, egal wie die Schule jetzt gerade ist, ne? Wir müssen, ich meine, ich hoffe nicht, dass die jetzt ewig zubleibt oder weiß ich nicht, ob vielleicht sollte ich es hoffen, damit die neue Schule der Zukunft entstehen kann. Was glaubst du, wäre das allerwichtigste Fach in einer neuen Schule, wenn es die gäbe? Das wichtigste Fach? Ich glaube, das Wichtigste an einer Schule, das liegt nicht in einem Fach, nicht in einem Unterrichtsfach, sondern in dem, was man den Kindern an zwischenmenschlichen Fähigkeiten einfach vermittelt und vorlebt, oder? Welche wären das? Also, nur schon, wenn wir einander einfach lernen zu akzeptieren und dass wir ein Verständnis füreinander entwickeln. Ja, lernen, wie wir mit unseren Problemen umgehen. Und eben, dass wir merken, was wir wirklich wollen. Also grundlegende Dinge, oder? Auch ermutigen. Ja, genau. Das sind so Dinge, wo ich finde, das sind wichtig in einer Schule. Weil es bringt nicht viel, wenn Kinder das nicht haben, aber dafür immer die besten Zeugnisse besitzen. Das heißt, die Kinder, die, also dass die Zukunft braucht Menschenseelen, die in der Herzensbildung ausgebildet wurden. Ja, genau. Und alle, die das jetzt nicht lernen, glaubst du, dass es immer auch Schmerz braucht und immer auch Konflikte? Du hast ja eingangs gesagt, dass nicht alle gerade höher schwingend sind, dass das auch so vorgesehen ist, weil es muss Reibungen geben, um Wachstum zu bekommen. Also ich glaube, dass Entwicklung auch ohne Leiden möglich ist. Einfach durch das, dass wir Dinge erkennen, oder? Also wir können ja Dinge ohne eine halbe Katastrophe erkennen. Das wäre doch auch so eine Art Unterricht, wo man das lernt. Aber natürlich ist die Situation, dass jetzt Hörschwingende inkarnieren und solche, die eigentlich die ganze Zeit schlafen, das ist natürlich auch so, dass es ein Wachstum daraus entsteht.
Welche Rolle spielen für junge Menschen gerade Tiere? Weil viele, es fällt mir gerade so ein, viele wünschen sich einen Hund oder eine Katze oder irgendetwas und die Eltern sagen, nee, dafür haben wir keine Zeit und das geht nicht und so. Glaubst du, dass gerade Tiere auch da eine wichtige Aufgabe in unserem Leben haben? Ja, das glaube ich schon. Und gewisse Tiere, die sind auch bewusster als wir. Also vom Bewusstsein her gibt es ja Tiere, die verkörpern Dinge, da, naja, also da sind wir noch ein bisschen davon entfernt, das kollektiv zu verkörpern. Wie meinst du das, dass wir... Es gibt Tiere, die sind, also in... Kannst du ein Beispiel nennen? Es ist jetzt kein Haustier, aber Delfine zum Beispiel. Ich habe gerade dran gedacht. Die halten ja auch was für die Erde, oder? Und das, was die halten, das halten sie nicht einzelne, sondern als jeder Delfin. Also das ist eine Aufgabe von der Tierart. Was ist das, was sie halten? Kannst du das in Worte fassen? Ja, das hat was mit der Erde selber zu tun. Und das, was sie halten, das tun wir aktuell einfach nicht. Das tun wir noch nicht? Nein, das tut die Menschheit nicht, weil sie einfach von der Entwicklung her geht das gar nicht. Das geht nicht. Wie ist es denn überhaupt unsere Aufgabe, das zu halten? Vielleicht müssen wir das gar nicht. Natürlich nicht, sonst würdet ihr es ja. Aber reicht es denn? Viele sagen ja Krafttiere und so, ne? Und wenn du ein Lieblingstier hast, geht es nicht darum, dass du das irgendwie zu Hause hast, sondern verbinde dich einfach mit dieser Seele oder mit dem Tier. Ist das da gemeint, dass wir uns damit... Ja, ich denke, jedes Tier verkörpert auch Qualitäten, oder? Und darum, ja, man kann sich auch so damit verbinden. Also gerade wenn auch so Berufswünsche von jungen Menschen, also das höre ich immer mehr, die lieben ja alle Tiere, ne? Und eigentlich sind das auch schon Herzenswünsche von Kleinkindern. Also wie viele von Pferden würden gern ein Pferd haben und eigentlich versteckt sich doch da auch immer schon so eine Art Herzenswunsch, oder? Mit Pferden zu arbeiten, was für Pferde Gutes tun. Ja, das kann gut sein. Oder die Seele wird durch das Pferd an Qualitäten erinnert. Also weißt du, manchmal ist es das Tier an sich, wirklich als Tier in der Form. Und manchmal ist das Tier eigentlich nur symbolisch als etwas, was es verkörpert. Also dann geht es nicht um das Tier an sich, sondern um die Qualität. Das heißt, es gibt keine Zufälle, warum wir ausgerechnet das Tier als Lieblingstier haben? Nein, das gibt's nicht wirklich. Also mein Lieblingstier ist ein Gepard. Was bedeutet denn das? Was glaubst du? Was würde für dich bedeuten? Ach, ich weiß nicht, Schnelligkeit. Ich habe aber mal gelesen, dass der Gepard, wenn er jagt, viele, viele Anläufe braucht manchmal. Und dann kommt der große Löwe und frisst ihn weg. Und dann dachte ich so, das finde ich ja jetzt doof. Aber ich hatte mal eine afrikanische Sage gehört von der Gepardin, die ihre Babys verloren hat. Ja. Yeah. Und sie hat so viel geweint, weil sie ihr Junges nicht gefunden hat. Und dann ist dieser Strich entstanden. Vor Tränen. Ah. Und das hat mich irgendwie berührt. Was ist denn dein Lieblingstier? Mein Lieblingstier? Ist eine gute Frage. Alle? Ich habe jetzt nicht sonderlich einen Favorit. Das heißt, die Tierseele an sich, die Tiere? Oh ja, ich mag die. Ja? Also Christina, ich glaube, dass ich habe so Momente, während ich mit dir spreche, wo ich mir immer bewusster werde, dass das, was wir beide in diesem Gespräch nicht nur sagen, sondern auch im Herzen aufschalten, so viel wichtiger ist als jedes Wort der Welt. Und ich glaube, das ist eine Qualität, die ich heute dank dir auch wieder, daran durfte ich mich erinnern, weil ich bin eine Mama und habe manchmal meinem Sohn nicht zugehört, nicht so, wie ich es hätte tun sollen. Und ich danke dir, dass du mir als Mama, als Frau, auch als Moderatorin die Gelegenheit gibst, richtig zuzuhören und zu lernen, dass es hier nicht mehr um dich oder um mich oder jeden Einzelnen geht. Es geht um uns als Gruppenseele, als Kollektiv. Und bei vielen Dingen, da geht zum Teil auch gar nicht um das, was gesprochen wird, sondern das, was energetisch transportiert wird. Also ich bin ja hier bei dir, ne, in deinem Wohnzimmer.
Und ich habe ja die ganze Zeit, was vorhin, das habe ich vorhin gar nicht gesehen. Ich habe hier vier so eine Scheiben gefunden. Guck mal, hast du die gesehen schon? Mhm. Ich weiß ja nicht, wer die da hingelegt hat, aber ich finde, das passt. Also Intuition, darf ich die so zeigen? Dann hatten wir hier, also hier Träumer, finde ich auch ganz klasse. Ich finde, das passt so zum Thema, ne? Also hier zentrieren, oder? Mhm. Oder das Zentrum sein deines Lebens und die Vision. Also ich finde, das sind so vier Dinge, die könnten die Grundlage sein, um die Welt wirklich jetzt voranzubringen. Kann man sicher nehmen, ja. Okay, na dann nehmen wir die doch einfach. Christina, ich danke dir, dass du da bist und ich habe ja noch was Cooles. Freut euch nicht zu spät. Jetzt ist die Zeit zu leben. Jetzt ist die Zeit, sich daran zu erinnern, was wir wirklich versprochen haben, als wir hierher kamen und was wir jetzt einfach als Aufgabe machen sollten. Ja? Mhm. Aber vor allem, glaube ich, geht es darum, glücklich zu sein, oder? Mhm. Mhm. Danke, danke, dass du... Danke für dein Sein. Und ich danke fürs Zuschauen. Und denk dran, ja? Bis bald. Tschüss.